Sali Melanie. Hi. Melanie Feurer, effektvoll Photography. Jawohl. Was ist effektvoll oder was muss man sich darunter vorstellen? Was machst du alles? Ich fotografiere hauptsächlich Menschen und ich inszeniere einfach gern und deswegen auch effektvoll, weil ich immer so, ich arbeite halt auch gern mit Effekten. Alles Mögliche. Also. Sehr gute Überleitung. Ja. Weil es geht heute um Schwarzlichtfotografie. Jetzt fragt sich der eine oder andere, Licht ist doch eher weiss, aber offensichtlich gibt es ein schwarzes Licht. Man muss sich, ich erinnere mich früher in der Disco, wenn du mich so, das ist nicht ultraviolettes Licht, oder? Es ist eigentlich UV-Licht, ja. Das ist dann, wo alle weißen T-Shirts oder alle Leuchtfarben leuchten in der Disco und meistens langsame Musik und so, schummrig. Das ist einfach das UV-Licht, das man kennt und das kann man auch brauchen zum Fotografieren. Erzählen. Genau, also ich habe das einfach ausprobiert. Ich habe eine Porträtreihe gesehen von jemandem, der das gemacht hat und einfach so verschiedene Hautstrukturen gezeigt hat. Und ich fand das unheimlich spannend. Und da ich ja viel mit Inszenierung arbeite und auch viel mit Make-up und diese Sachen, habe ich überlegt, was kann ich damit mit Farbe machen? Ich arbeite gern mit Farben und habe dann einfach angefangen zu experimentieren. Also du malst dann, schau, da kommst du das Bild an. Ja. Genau. Das Porträt, also viel, ja, man sieht einfach Lippen und Augen und ja, zwei Augen. Also du malst das Model an und all das, was du anmalst, sieht man noch unter dem schwarzen Licht. Genau. Und alles andere verschwindet. Also die Farbe reagiert mit dem Licht, also und zwar unterschiedlich. Es gibt Farben, die sind dann ein bisschen dunkler, es gibt Farben, die ein bisschen heller sind. Die muss man natürlich auch dann spannend mischen. Also wenn ich nur hell mache, dann wird es so ein bisschen langweilig, dann kriegt es wenig Tiefe. Und ich male das Model an. Und das Spannende daran ist, dass eben dort, wo ich die Farbe aufbringe, das sieht man dann. Mhm. Und das andere verschwindet so im Dunkeln. Und du fotografierst nachher im Stock dunkle und hast dann die, zeigen wir schnell die Lampe. Doch. Also viel sieht man wahrscheinlich nicht, aber es ist im Prinzip nicht einfach. Aber ich habe noch eine Taschenlampe mitgebracht, damit man es ein bisschen sieht. Kann ich mal anmachen. Ah, das ist das gleiche in der Taschenlampe. Das gleiche in der Taschenlampe, die benutze ich zum Schminken, damit ich immer mal wieder gucken kann, also zum ob es passt. Zum Test genau. Also LED gibt es auch in UV. Und das ist einfach grösser. Kann man sich das vorstellen, wie hell das wird? Das ist relativ dunkel. Also das ist es ja nicht so. Ist nicht sehr hell, aber man muss sich ja auch vorstellen, das Studio ist wirklich stockdunkel. Das ist klar, aber musst du dann nachher noch ISO aufschrauben oder kannst du dann normal mit man fotografiert schon mit recht hohen ISO. Also ich versuche es nicht ganz so hoch zu machen und bin meistens so bei 800, wenn es wirklich höher mag, gehen wir 1600. Also mehr höher möchte ich auch persönlich nicht, weil ich bin kein so ein riesen Fan von Rauschen. Nein, schon nicht, aber du musst einfach so, ja, so schnell können belichten, dass es für ein Porträt langt, also irgendwie ein 60stel oder ein 125stel oder was ist da etwa? Also ich gehe maximal bis zum 80stel, weil ich habe keine so wahnsinnig ruhige Hand, ich habe nicht so gut. Habe natürlich aber auch, ich schaffe mit sehr offener Blende, was man auch sieht, es gibt meistens immer bloß einen Punkt, wo wirklich scharf ist und ja, der Rest ist dann in der Unschärfe. Natürlich, aber du kannst jetzt nicht mehr, die Lampe gibt es einfach in einer Stärke. Ja. Und du kannst nicht irgendwie aufschrauben, wenn zwei Lampen würdest nehmen, würde das etwas bringen? Es wird schon heller. Ich habe auch noch mehr Lampen daheim. Ich arbeite auch ab und zu mit zwei oder mehrere. Es gibt auch noch Röhre, was man auch nehmen kann. Und dann ist es schon ein bisschen heller. Also es gibt die schon auch in heller. Aber ich arbeite mit Absicht, der ist so dunkel. Weil ich ja nur die Farbe haben möchte. Je heller ich es habe, desto mehr Haut leuchtet ja noch mit. Der Rest mit. Kommt dann auch früher, okay. Genau. Also es ist nicht einfach dann Farb heller, sondern es ist alles heller. Dann wird alles heller und dann sieht man auch so ein bisschen Hintergrund wieder mehr. Und ja. Es ist wie fast ein Light Painting, wo man muss schauen, dass nicht viel Rest Licht rum ist, wo man dann irgendwie sieht. Ja. Das nächste Bild. Das habe ich jetzt einfach auch mal mitgebracht, weil ich zeigen wollte, dass man natürlich auch Objekte mit reinnehmen kann. Also das Unterdurren ist etwas anderes. Genau, das habe ich auch dabei. Und einen Fächer angemalt. Ja. Ja, und der sieht wirklich grottenhässlich aus, wenn man den so wenn man den so bei Tageslicht sieht. Ah, zeig muss ich mal schauen, ob man es sieht, wenn man es anleuchtet. Ja, es wird einfach, es leuchtet einfach. Ja. Genau, und dann leuchtet es einfach. Cool. Also man kann da irgendetwas nehmen. Ja. Theoretisch, ja, irgendwie, man kann eigentlich auf einem schwarzen Karton irgendetwas, also ja, jetzt ist es blöd, das Beispiel, aber irgendwo, wo es... Es gibt auch viele Sachen, die von sich aus schon leuchten. Also das erste Mal bin ich durch mein Fotostudio durch, einfach mit der Taschenlampe, habe alles mal angeleuchtet und geschaut, was leuchtet unter UV. Und das sind mehr Sachen, als ich mir gedacht hätte. Okay. Also gerade auch so Kunstblume und solche Sachen, die leuchten teilweise auch.
Wie ist es für das Model? Es steht einfach dort und wartet, bis es vorbei ist. Oder wie kann man sich das? Das ist also, ja, ich denke mal, für das Model ist es erstmal ungewohnt, dass sie natürlich viel die Augen zu hat. Weil die das Augen... Das siehst gar nicht, die Augen, oder? Ja, man sieht sie so ein bisschen. Also mir gefällt es halt einfach nicht, wenn sie auf sind, weil sie leuchtet nicht. Müsstest du sie irgendwo noch... Und darum male ich einfach die Augenlider mit an und habe oft viel Blick nach unten oder geschlossene Augen. Weil sonst hast du wirklich so wie so Löcher und das sieht so ein bisschen zombie-mäßig aus. Ja, ist klar. Es ist so natürlich meins. Schon noch schwierig. Wenn du einfach gewusst hast, die Nase siehst du es auch nicht. Das sieht auch irgendwie ein bisschen speziell aus. Trotzdem, durch die Augen weiß man, dass es natürlich, ein Gesicht ist. Natürlich, ja. Da sieht man jetzt auch sofort, dass das Gesicht ist durch die Lippen. Genau. Und also es verliert einem ein bisschen an Dreidimensionalität. Es ist wirklich so ein bisschen flach durch das, dass halt... Dass auch nicht so viel Struktur angemalt ist. Ist jetzt da, dass alles so schön schwarz ist, ist da noch irgendetwas nachbearbeitet? Da habe ich tatsächlich einfach nur an der Gradationskurve noch ein bisschen gezogen und habe dann wirklich die Lichter noch rausgenommen. Und ich habe mich gefragt, ob das dann einfach so komplett keine Struktur mehr gibt im Gesicht, wo keine Farbe ist. Aber offensichtlich muss man da ein bisschen nachbearbeiten. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie man das Licht dann setzt. Wenn ich es natürlich voll aufs Gesicht habe, dann habe ich schon mehr aufs Gesicht. Also die Haut an sich leuchtet so ein bisschen dunkelblau-violett. Also wir sehen das später auch noch. Also die kommt schon mit. Und das muss ich einfach rausziehen. Das war Absicht, dass es wirklich nur die Farbe rauskommen sollte und nur durch die Farbe strukturiert wird. Zeig mal die Farbe, wie die ausgesehen. Farbe. Das sind so einfach so kleine Typle. Und es ist wichtig, wenn man das ausprobiert, dass man Bodypainting-Farben nimmt. Es gibt nämlich auch Acrylfarbe. Die hält dann einfach länger. Das ist nicht wahnsinnig lustig, wenn das Model sich damit... Da kannst du die Woche drauf gut weitermachen, wenn sie wieder kommt. Genau. Und da sieht man jetzt auch, ich leuchte sie dann auch immer mit der Taschenlampe an, zum Schauen, wie wirkt das später. Und du siehst auch jetzt mal unterschiedlich... Das ist relativ dunkel. Genau, wie die unterschiedlich leuchten. Und das leuchten. Ist relativ hell. Also ja, je heller das in Wirklichkeit schon wirkt, umso heller ist es nachher auch unter dem UV-Licht. Und also es gibt dann wirklich welche... Man sieht auch, welche das noch voll sind und welche schon ja. Die sind häufiger... Also ich habe noch mehr daheim. Ja, aber die sind häufiger im Einsatz. Die sind extrem krass. Und du musst einfach entsprechend ein bisschen mischen. Also schau, du hast eine Farbe miteinander mischen. Also, ein bisschen, ja. Also es mischt sich auch automatisch dann natürlich auf der Haut, weil ich versuche auch natürlich Übergänge zu schaffen. Und ich grundiere recht viel mit der dunklen Farbe. Damit so ein bisschen Struktur genau, im Hintergrund ist. Weil wenn ich überall die knalle Helle drauf mache, dann fehlt mir so auch die Tiefe und es wirkt einfach zu platt, wenn ich nur hell drauf klatsche. UV Glow Blacklight Paint. Ja, also gibt es von verschiedenen Marken. Es gibt auch Töpfchen, ich finde die Tube ganz praktisch und haue sie mir dann so auf mein kreatives Palette drauf und ja. Und wie groß ist der Aufwand? Also wir schauen uns jetzt an das Bild an. Da ist jetzt das Gesicht viel mehr, also das ganze Gesicht hat jetzt Farbe drauf. Genau. Also da hast du jetzt irgendetwas Dunkles genommen, dunkelblau. Blau genommen und die sieht gar nicht so dunkel aus, aber die wirkt dann, die leuchtet einfach nicht so stark nach. Und das sind eigentlich alles Farben, die jetzt nicht so stark leuchten, bis auf das Orange, was wir sehen. Jawohl. Und also ich setze mit den hellleuchtenden meistens Highlights. Und dann tust du aber, also es ist irgendwie... Es ist nicht gemalt mit einem Pinsel, der Struktur hat, sondern mit einem Schwamm. Das ist mit einem Schwamm. Einfach so. Habe alles dabei zum Zeigen. Das ist einfach mit einem Schwamm tupft und den muss man vorher nass machen, sonst geht es auch nicht. Ja. Also du musst eigentlich wirklich so ein bisschen, also du musst wahrscheinlich irgendwie annähern mit irgendwelchen Versuchen und ausprobieren und... Es ist so, dass das Bild auch wächst. Ja, also das ist so ziemlich so am Anfang. Das heißt, man muss erstmal anfangen, das ganze Gesicht wirklich zu bemalen, zu strukturieren. Und die Farbübergänge auch zu machen, so ein bisschen ineinander verschwimmen lassen. Und dann fängt man an, weiterzumachen. Und ich gehe dann und dann mache ich die Highlights und dann kommt irgendwann noch die Muster dazu. Und es wird immer mehr und ich fotografiere aber währenddessen auch immer. So dass ich so die ganzen Fortschritte habe. Und zwischendurch kommt einfach dann noch so eins, wo eigentlich die Malung noch nicht komplett fertig ist, ich aber das Bild schon toll finde. Ja, aber es ist ja gut zum sehen, wie es funktioniert oder wie es sich entwickelt. Bringt man Farbe gut wieder ab? Ja, sofort. Es Nein. Also, was immer praktisch ist, ist, wenn man Feuchtigkeitscreme drunter macht, damit es nicht so in die Poren reingeht. Aber ansonsten ist es wirklich drüber wischen mit einem nassen Tuch und fertig. Gut.
Also auch auf die Kleider, ich habe es auch hinterher mal auf die Kleider und auf die Finger. Manchmal sieht man es auch nicht mehr. Siehst du da nur unter UV-Licht, wie farbig deine Finger eigentlich noch sind. Und da ist nachher noch eine Struktur mehr drüber gekommen. Also wie so ein, wie sagt man denn, Muster? Das ja. Das sind einfach Muster. Die habe ich mit Schablone, die ich in der Zwischenzeit auch selber schneide. Am Anfang habe ich die noch gekauft. Also ist das im Prinzip vor, genau, das Vorstufe ist der Vorgänger. Und nachher kommt dann... Dann fängt es mit dem Muster an. Ja, das sieht schon extrem cool aus. Und die Muster mache ich eigentlich grundsätzlich dann mit der helle, mit der leuchtenden Farbe. Damit es raussticht. Genau. Und wie schnell trocknet das, wenn du es mal grundiert hast? Oh, da müssten wir jetzt fast das Model fragen. Aber damit, wenn du nachher drüber pinselst, also drüber Schablone. Das ist relativ schnell, okay, das sind ein paar Minuten, das geht recht flott. Ja, und darum mache ich zwischendurch ein paar Bilder und dann kann es trocknen und dann kann ich drüber gehen. Und man sieht auch, es verschwimmt immer so ein bisschen ineinander, aber das schadet eigentlich auch nicht. Und wenn es tatsächlich mal wirklich ganz hässlich ist, dass es verschwimmt, dann mache ich es halt in Photoshop wieder schön. Aber es ist selten. Also. Okay. Gut. Ja. Puh, das sieht cool aus. Was ist das hinten oben? Ist das Tor? Das haben wir ihr Haar noch angemalt. Da ist natürlich jetzt schade, da sieht man die offene Blende, dass die Haare dann nicht ganz scharf sind. Die hatten einfach ihre Haare zusammengebunden gehabt. Und da haben wir dann einfach noch Farbe reingeschmiert. Und da hat sie die andere Hand. Das ist ihre andere Hand. Ah, die siehst du nicht. Und da sieht man einfach, den Arm habe ich nicht angemalt. Jawohl. Sondern nur die Hand. Ah, und die Hand ist ganz außen am Bild. Genau, also, das ist die Hand. Okay, die das ganz hinten dran nicht so am Pferdeschwanz. Es wirkt ein bisschen... Und die zieht ihr da. Wir sehen nicht so recht, was es ist. Aber es ist natürlich schwierig. Du musst genau das anmalen, was du noch musst sehen. Und zu viel anmalst. Ja, aber es sieht, also sie ist recht. Es sieht extrem cool aus, die verschiedenen Farben mit diesen Mustern. Es sieht eigentlich aus, wenn es aufprojiziert wäre. Aber ist es ja nicht. Nein. Das ist das cool. Ist also es ist wirklich ganz eine andere... Und ist es nicht... Also es sieht extrem aufwendig aus. Wie lange hast du, bis es so geschminkt ist? Es ist ja ein Prozess, also wir fangen an, also ich würde sagen, so das erste Draufschminken sind so 20 Minuten. Also es ist nicht lang. Also. Wenn man überlegt, was eine normale Visagistin schminkt, die brauchen teilweise 1 bis 1,5 Stunden, bis sie wirklich ein normales Make-up fertig haben, wo man zum Fotografierer hernimmt. Und von daher ist das recht flott. Das brauchst du halt alles nicht, weil du siehst nur die Farbe. Das ist eigentlich noch ein Vorteil. Du kannst auch sagen, komm ungeschminkt, musst gar nichts machen mit den... Und man muss aber auch sagen, dass es bei normalem Licht wirklich grausig aussieht. Ja, aber also, das ist ja egal. Klar, das ist, also man muss sich das einfach auch vorstellen. Wahrscheinlich. Ja, das ist so. Aber darum ist die Taschenlampe, die du kannst überprüfen. Das ist auch, ich habe das auch gemerkt, wo ich das erste Mal gemacht habe, dass es auch wichtig ist, dem Model das zwischendrin zu zeigen, was es dann wird, weil die schaut sich im Spiegel an und denkt sich, oh mein Gott. Und dann siehst du, wird richtig Gesichtszüge entgleisen und dann wird sie unmotiviert, wenn sie denkt, kommt was Scheußliches dabei raus. Wenn das jemand natürlich nicht kennt und dich nicht kennt, deine Arbeit nicht kennt, dann denkt sie, was ist das für eine, oder? Ist klar. Mhm. Ja, darum immer wieder mal, oder am Abend zeigen, wie es nachher aussieht und zwischendurch hilft es natürlich auch. Ja. Das ist schon so. Dann haben wir noch 2 kombiniert. Also meine Bilder übereinander. Es sind 2 einzelne Bilder, ich habe es aber übereinander. Mhm. Sieht extrem cool aus, vor allem das Blau. Und vor allem, wie machst du das Hellblau? Ist jetzt das Hellblau am Hals auf der linken Seite? Ist jetzt das gemalt oder ist jetzt das normale Licht? Das ist jetzt wirklich die Haut. Also, wenn nichts drauf ist? Wenn nichts drauf ist, das ist jetzt Haut. Da ist das Licht jetzt einfach nur ein bisschen... näher dran gewesen und ich habe hinterher auch nicht groß nachbearbeitet. Ja. Und so sieht Haut unbemalt aus. Und ist jetzt in dem Fall aber mit dem Blau und so, ist das tiptop, das ist super. Ja, also ich finde, da passt es auch recht gut. Ich hatte es mal probiert, mal ganz dunkel zu ziehen, aber es sieht sehr, sieht schon sehr abgefahren aus, wenn man den Hals nicht mehr sieht. Ja, man sieht einfach den Hals nicht mehr, der funktioniert halt schon wenig. Da müsste ich ja fast irgendwie ganz leicht irgendetwas haben, wo du mit Struktur oder Form vom Kopf siehst. Ja. Und das rechts ist also extrem knallig, das ist krass. Und wie viel ist jetzt da noch Bildbearbeitung? Weil es sieht fast... Kommst du das mit dem Licht, mit dem schwarzen Licht so extrem krass rausüber? Du bekommst es wirklich so krass raus. Ich gebe zu, ich ziehe immer noch Sättigung noch ein bisschen an von den Farben, weil das einfach passt bei deinen Bildern. Und was ich wirklich noch mache, ist, dass ich noch ein bisschen schwarz reingebe, also halt Tiefe noch ein bisschen dunkler mache, damit leuchtet es noch ein bisschen mehr. Mhm. Und was man auch sieht, das ist eigentlich das gleiche Make-up an dem Tag. Es ist einfach die eine Gesichtshälfte und die andere Gesichtshälfte. Das ist das Spannende, du malst einmal an und je nachdem, wie sie sich dreht und wendet, sieht es einfach komplett anders aus. Und das ist jetzt auch das Muster, das Runde? Das ist auch das Muster, das ist so reingeschnitten in so dickere Plastikfolie
Und dann hält man, es gibt da so für Tattoo, für Wandtattoos oder sowas, gibt es auch sowas. Und dann hält man es einfach drauf und tupft mit dem Schwamm das Muster drauf. Okay. Dein Ganzkörper? Ja. Das ist dann noch aufwendiger. Das braucht natürlich auch ein bisschen länger, das ist ganz klar. Und dort hast du so eine Struktur reinmalen, damit man dann die Körperform ein bisschen sieht. Ja, also im Grunde genommen könntest du ja auch die Struktur anders malen, sodass du die Körperform wie wegnimmst. Ja, aber du musst einfach so, dass es nachher als Körper aussieht. Irgendwann, wenn du es auf die andere Seite würdest machen, also jetzt führe ich die Linie jetzt auf dem rechten Bild nach innen. Also so wie eigentlich, ja, so. Mhm. Da könntest du dann irgendwann ein Sixpack aufmalen, wenn, aber du musst glaube schon relativ gut können. Das muss man halt ausprobieren. Ja. Ne? Also ich glaube, wer richtig gut malen kann und weiß, wie man das malt, der kriegt das locker hin. Ah ja, die Herausforderung stelle ich mir mal. Ich mal ein Sixpack. Ja, aber es sieht extrem spannend aus. Und dann, ja, dann ist auch wieder die Akzent mit dem hellen, also mit der helleren Farbe. Und das ist eigentlich das gleiche Painting, oder? Einfach eine andere Pose. Ja, genau. Und da sieht man halt auch, wie sich das verändert, wie sie sich dreht. Mir persönlich gefällt das Rechte besser. Das hat für mich mehr Harmonie. Ja, das Linke ist so ein bisschen zerstückelt. Mit der Hand halt. Man sieht es dann irgendwie und unten durch die helle Linie, also unter dem Arm, genau, wo dann irgendwie so ein bisschen, man sieht gar nicht, was das ist. Ist das der Arm oder ist das? Es ist der Arm, ja. Okay. Das siehst du auf dem rechten Bild, siehst du, dass es an den Arm stimmt, runtergeht. Ah, stimmt, da ja. Ah, das genau. Ist der andere Arm, aber man sieht die Hand nicht. Darum ist es ein bisschen für... Und man sieht die Schultern nicht, ja, das ist, ja, aber das ist, du hast zum Teil auch, nachdem es fotografiert ist, schauen, wo man es noch einmal, damit ja, es noch... Ja, auf jeden Fall. Also da heißt dann, Moment, bleib so und dann renne ich hin. Mal, das Blöde ist immer nur, dass man sich immer hinterher die Hände waschen muss, weil sonst hat man eine bunte Kamera. Aber das gehört halt dazu. Aber du malst schon mit Pinsel oder malst mit der... Ich mal mit... mit dem Schwamm natürlich. Schwamm, mit... Ganz kreativ mit Schaumstoffrolle, da kannst du Muster drauf pinseln. Genau, was habe ich noch? Das eine, wo ich übers Gesicht gemalt habe, male ich wirklich mit so große. Das war wirklich ein Strich, was wir vorhin gesehen hatten. Ja. Ein Strich übers Gesicht. Also wenn man natürlich, man muss immer bedenken, das geht an Haut von den Models. Und von daher austeste vorher, ob es tut. Ja, also ich meine, keiner will mit so einem kratzigen Ding übers Gesicht gestrichen haben. Und dann reißt man vielleicht Haut noch auf und dann gibt es vielleicht noch Reaktionen oder so. Das nicht unbedingt. Also schau, dass man was Weiches nimmt. Also nicht mit dem Spachtel, sondern mit ein bisschen... ja, ein bisschen liebevoll. Etwas Weichem. Ja, genau. Ja, aber es ist schon, ich finde es sehr beeindruckend. Wie häufig machst du das? Machst du das regelmäßig oder ist das eine einmalige Sache gewesen? Nein, ich mache das regelmäßig. Das ist auch was, wo ich einfach dabei bin, auch zu entwickeln. Ich habe so mit dem Porträt angefangen, bin dann so zum Ganzkörper übergegangen, mache aber natürlich immer mal wieder auch Porträtsache oder wenn mir was einfällt, denke ich, oh, das muss ich jetzt ausprobieren. Also ich mache das einfach zusätzlich, natürlich nicht nur, aber einfach zusätzlich. Und ich gebe auch Workshops da drin, ja, mal so ein kleines bisschen Schleichwerbung. Workshops, ja? Wenn ich das also, machen. Wer Schwarzlicht will, man darf auch anmalen. Das gehört nämlich unbedingt auch dazu, dass man weiß, ja, wie man das natürlich. Macht. Ja, natürlich. Also du kannst ja nicht einfach nur schauen, wie man fotografiert, nachher musst du irgendeinen halben Monat. Ja gut, viele nehmen sich halt eine Visagistin und machen es ja, dann. Das kannst du natürlich auch machen, ja. Aber man kriegt natürlich schon ein bisschen mehr Verständnis, wenn man es einfach auch mal selber macht. Und, okay. Ja. Also ich finde es wichtig, dass man es einfach mal ausprobiert. Wenn man dann merkt, ah nee, das ist nichts für mich, kann man sich immer noch eine Visagistin oder einen Bodypainter nehmen. Das stimmt. Aber am Anfang ist es wahrscheinlich eh, muss man einfach selber mal ausprobieren und... Ja, also ich bin eh so ein Do-it-yourself. Ich theoretisch kannst du ja so einen Büste nehmen, so einen Schaufensterpuppe und die zuerst anmalen. Wenn du eine hast. Weil dann ist es wahrscheinlich einfacher zum Üben, bis Posen und alles. Also ich muss gestehen, ich habe so eine. Ich habe das gemacht. Und? Hat es funktioniert? Natürlich, aber es geht nicht mehr ab. Okay, gut. Das ist so, das ist dieses Kunststoffmaterial, das zaugt das auf. Und dann, das Blöde ist, dann muss ich jetzt das immer, es ist eigentlich nur ein Kopf, es ist nur so das Oberteil, aber das muss ich immer vor den Models verstecken, weil die haben sonst schon mal Angst, wenn sie das sehen, dass es nicht bei ihnen nicht mehr abgeht. Okay. Gut, schlechte Idee, aber es wäre noch easy gewesen, um das ein bisschen auszuprobieren, weil das ist ja sehr viel Arbeit, um zu malen und schauen, wie es funktioniert. Wenn es einen nicht stört, dass es hinterher nicht mehr abgeht, kann man es natürlich ausprobieren. Das ist schon immer schön grundiert mit ein bisschen etwas Farbe. Cool. Oder an sich selber. Kannst natürlich auch. Kannst natürlich selber, aber ich würde, ja, ist ein schwierig, zu sich selber anmalen. Einfach mal zum Fühlen, wie die Farbe ist. Ich habe auch dann an meinem Arm, dann nach der Puppe, habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich aber gucken, ob es abgeht, und habe ich meinen Arm angemalt. Okay, gut. Ja. Wie hat dich dein Leben verändert durch die Fotografie? Du bist ja noch nicht so lange fotografisch unterwegs.
Nein, also ich, ein bisschen fotografiert habe ich natürlich schon immer und Spiegelreflex habe ich auch schon länger, aber es waren wirklich Urlaubsfotos und auf dem Automatikmodus. Und ja, also ich, mein Leben hat sich total verändert, also komplett. Ich habe meinen alten Job auch aufgegeben für Fotografie, habe dann Fotodesign studiert, weil... Aber du hast ihn aufgegeben bevor? Ich habe ihn aufgegeben, bevor ich angefangen habe zu fotografieren. Du hast eigentlich den Job aufgegeben, um lernen zu fotografieren? Jein, also es war nicht ganz sicher, ob ich nicht zurückgehe wieder in den Job. Es war einfach so, dass ich wirklich gesagt habe, ich brauche Pause. Ich bin einfach, mir hat so die Kreativität in meinem Leben komplett Was gefehlt. Was hast du gemacht vorher? ich war in der Wirtschaft und war Business Development Consultant, hieß das. Ja, und Facility Manager. Und ja, es war einfach so, du warst ständig eingespannt. Das Wochenende war nur noch dazu da, um sich schnell zu erholen, dass man am Montag wieder loslegen kann. Und das war einfach so, dass ich wie verwelkt bin, sage ich mir immer. Also es ist so. Ist jetzt natürlich ganz anders, ist klar. So, ja. Bist wieder aufblüht. Ja, genau. Kreativ, ist klar. Ist genau. Natürlich auch eine ganz andere Sache. Seitdem habe ich wieder ein Lachen im Gesicht und fühle mich viel wohler. Es ist einfach, also für mich richtig wichtig. Und ja, es ist einfach schön, das machen zu können, was einem Spaß macht und woran man Freude das hat. Das ist ja als Facility oder Business Development Manager wichtig, dass man das macht. Wenn es keinen Spaß macht, sollte man es nicht machen. Aber das also ich war ja nicht schlecht, ne? So ist es nicht. Nein, schon nicht, aber wenn es keinen Spaß macht. Irgendwo hat es mir auch Spaß gemacht, aber es hat einfach mehr Kraft genommen, als es mir gegeben hat. Okay, ist klar. Und das ist dann halt, wenn du an dem Punkt bist, musst du überlegen, was du änderst. Und dann habe ich mir die Auszeit genommen, habe dann auch viel fotografiert und habe dann irgendwann beschlossen, ich gehe nicht mehr zurück und ja, widme mich der Fotografie. Super, mhm. Vielen Dank. Danke. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.